Hallo und herzlich willkommen hier auf Dimiris, dem süßesten Meerschweinchen-Kanal auf ganz YouTube. Und ihr wisst es. Ihr habt uns wieder ganz viele Pakete geschickt. Und natürlich Sachen von Amazon. Und die packen wir jetzt aus. Falls ihr uns aus irgendeinem unerfindlichen Grund noch mehr Pakete schicken wollt, das könnt ihr ja tun an dieser Adresse, falls es natürlich total freiwillig. Oder ihr schaut ansonsten einfach gerne auf unsere Amazon-Wishlist. Hier kommen die Meerschweinchen. Wenn die auf der anderen Seite des Bildschirms angekommen sind, ist das Video vorbei. Also Daumen rauf, wenn es euch gefallen wird, und abonnieren, wenn ihr es nicht schon lange getan habt, dann muss ich das nicht am Ende sagen. Und das Intro hat übrigens sie gezeichnet und gemacht, ne? Bevor mal Fragen aufkommen, alles von ihr. So, und jetzt weiter Intro. Dann reiche mir ein Paket, holde Dame. Von wem ist es? Ah, von dem guten alten Amazon. Der schenkt uns in letzter Zeit ganz schön viele Pakete. Das ist von Gerd. Oder auch Rokamiel aus meinem Stream. Ich habe auch was von Gerd bzw. Rokamiel für der Kiri, die arme Schnupfennase. Oh, Gerd hat wieder voll zugeschlagen. Oh, was ist das denn? Ernsthaft, was ist das? Timothy Balls, 9 cm. Dann könnt ihr das durch die Gegend rollen und anknabbern. Ja. Ich würde das jetzt gerne riechen, aber das ist so gut eingepackt und ich will es jetzt auch nicht direkt ausprobieren. So, das hier ist übrigens eine Wärmelampe, also so eine, ja, Wärmelampe, das sagt eigentlich schon. Wofür ist die denn da? Erklär das mal eben. Also die ist eigentlich dafür da, falls man Jungtiere, kranke Tiere oder allgemein zum Beispiel auch Reptilien oder sowas hat und die brauchen etwas Wärme, ja, oder einfach das Gehege etwas wärmer als sonst, dann können die sich da drunter legen. Und das hier hat auch so ein Schutzgitter, das heißt, selbst wenn man es irgendwie reinstellen würde zu der Bartagame oder was auch immer, dann würde die sich nicht dran verbrennen, weil hier ist ein Gitter drum, was ich super finde. Und ich habe halt gesehen, man kann es halt aufhängen, ich demonstriere, ich komme nicht ran, man kann es aufhängen oder halt hineinhängen und das finde ich halt echt super. Das ist dann für Daikiri, wenn er ein weiteres Mal einen Schnupfen hat oder genau. So. Genau. Das müssen wir dann mal jetzt für den Winter. Für den Winter? Das müssen wir jetzt mal für den Winter auf jeden Fall installieren, damit die mal so ein bisschen Wärme haben. Yeah, mehr Stromverbrauch. Ja. Was man nicht alles für die Meerschweinchen tut. Nächste Paket. Wieder vorsichtig einpacken. Oh mein Gott, es hat direkt wieder reingepasst. Wie selten passiert das, dass man was Sachen auspackt und man die direkt wieder so reinkriegt. Ich demonstriere, ich kann das einfach wieder... Wow. Niemals. Ist euch das auch schon mal passiert? Schreibt es in die Kommentare. Alle, die jetzt sagen, ja, die lügen. Das hier ist auch von Gerd, das weiß ich. Ich weiß es noch nicht. Das ist jetzt eine Sauerei. Ich weiß, dass das von Etsy gekauft wurde. Bevor ihr fragt, wo das her ist, das hat Gerd von Etsy gekauft. Und zwar Meerschweinchen-Plätzchen-Ausstecher. Meerschweinchen. Okay. Plätzchen. Interessant. Hier wieder mal eine Kuschelerdbeere, so aus Nostalgie. Mm. Das ist die Kuschelerdbeere. Kuschelerdbeere! Die braucht erstmal eine Zeit, sich zu entfalten. Und brauchen wir das nicht alle? Ja, wenn ich morgens aufstehe, brauche ich auch immer ungefähr erstmal 2 Stunden, um mich zu entfalten. Du meinst wohl eher einen Kaffee. Ja, auch. So, nächstes Paket. Okay, Bam. Das hier ist von der Familie Melisch. Dankeschön, aus Werne. Da gucken wir rein. Oh, das ist genau das, was ich noch für den Papiermüll gebraucht habe. Mehr Papier. Ja, ich habe wieder etwas von Gerd für die vielen Haare. Ich habe mir nämlich letztens die Waschmaschine angesehen. Also die ist zwar sauber, soweit es geht, aber ich habe auch manchmal Decken, die ich ungern in die Wäschesäcke packe. Und dann ist mir aufgefallen, die ist danach extrem dreckig. Und dann dachte ich mir, ich kann ja mal was testen. Das hier sind so Bälle zum Haare auffangen. Das schmeißt man einfach mit in die Wäsche und danach hängen sich da alle Haare dran. Zumindest ist das der Plan. Ja, die sind eigentlich, habe ich gelesen, auch für einen Wäschetrockner, wenn sowas ist. Hallo liebe Meris, mein Sohn ist ein großer Fan von euch und verpasst kein Video. Liest du das bitte vor, während ich das hier auspacke? Aber sicher doch. Bei uns leben gerade 4 Meerschweinchen. Buddy, Banana, Bounty und Salty. Sieht so aus, als ob da jemand bei der Namensfindung leicht von euch
beeinflusst wurde. Minimal vielleicht. Minimal. Er war es auch, der mich zu einem Buch inspiriert hat. Das Buch möchten wir euch gerne schenken. Je nachdem, wann es euch erreicht, könnte es ja ein Weihnachtsgeschenk sein. Lasst gerne auch mal Sarah und Chan reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr uns reinschreibt, was ihr von dem Buch haltet. Da ihr ja kein Video verpasst, können wir das jetzt einmal live zeigen. Das ist, wie wohl Meerschweinchen auf anderen Planeten aussehen würden. So würden Meerschweinchen eventuell auf als anderen Außerirdische. Außerirdische Meerschweinchen. Was sagt ihr davon? Haltet ihr das? Ist das cool? Ist das cool? Jetzt müsst ihr sagen ja oder nein. Da hat jemand sehr viel Arbeit reingesteckt, ja, würde ich sagen. Ja, ja. Dankeschön! Danke! Das hat was. Der sieht geil aus. Okay. Oh Gott, was zur Hölle? Warum werden die mal größer? Ja. Nur eine Sache drin. Es ist ein riesengroßes Paket und es ist ein Heutunnel. Mein Gott. Riesengroßer. Ich kann noch nicht mal sagen, von wem es ist. Es ist kein Zettel dabei. Oh, krass. Aber du guckst bestimmt jetzt zu und weißt das. Dankeschön. Es ist Kartonheld. Und ich habe etwas von der Amazon Wishlist. Das sind neue Wäschesäcke. Das sind meine Wäschesäcke. Du kriegst heute sehr viel für die Wäsche. Ja, die ist auch wieder von Gerd. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Liebe Grüße an Daikiri Tequila und Banana Flip. Dankeschön. Yeah. Werden wir ausrichten. Und ja, weil mir gehen die langsam kaputt. Die sind ja jetzt auch schon Jahre alt, ne? Wo wir das Vlies geholt haben, ist das schon echt lange her. Ja, wir werden alle nicht jünger. Ja. Mittlerweile, was sind da drin? Ich glaube, da sind 2 oder 4 Stück drin. Deswegen, die halten schon echt lange. Die sind schon echt von guter Qualität, muss ich schon sagen. Keine Werbung. Vielen, vielen Dank, Gerd. Danke. Du bist heute der Ehrenspender hier. Du mal das da. Gott, wieso ist das so schwer? Also ernsthaft, das ist echt schwer, schwer. Ja. Will ich wissen, es ist bestimmt von... Wahrscheinlich von Gerd. Es ist von Gerd. Wenn Gerd das Video nicht... wird gesponsert von Gerd. Ich weiß, dass auch einige Sachen von anderen Leuten kommen. Da, mehr Gerd. Und es ist... Oh. Echt viel... Jetzt wollte ich Gemüsekugeln sagen, aber es sind Erbsenflocken. Und wenn ihr gedacht habt, es wäre vorbei. Nein, der Grund, warum es so schwer ist, noch mehr Erbsenflocken. Jetzt haben wir aber erstmal genug Erbsenflocken für die nächsten 2 Jahre. Bitte, bitte kauft keine Erbsenflocken mehr. Nicht mal aus Gag, wir haben wirklich genug. Dankeschön. Ich habe hier noch so eine Kuschelröhre, die irgendwie mehr aussieht wie so ein riesiger Schuh. Sieht ja wirklich aus wie ein Schuh. Oder wie ein cooler Hut. Das ist sogar, ohne Witz ist das sogar richtig angenehm und warm. Das ist kein Joke jetzt. Ich weiß, das habe ich jetzt aus Scherz ausgesetzt, aber es ist tatsächlich angenehm zu tragen und warm. Das ist wirklich kein Witz. Meine Ohren sind warm. Nächste Paket. Nehme ich mit in den Winterurlaub, wenn ich nach Kim fahre. Sehe ich wenigstens gut aus oder so wie ich mich denke, dass ich aussehe? Das ist diesmal nicht von Gerd, möchte ich hier mal bitte. Oh mein Gott, ein Paket, das nicht von Gerd ist. Vielen Dank. Das ist von Andi. Oh, schon wieder von Andi. Nein, danke schön. Ja, die üblichen Verdächtigen, habe ich das Gefühl. Ja, weil ich habe nämlich neue Kuschelsachen. Ich habe auf Amazon Kuschelsachen gefunden und habe die dann auf die Wishlist gesetzt. Und er hat dann geschrieben in seinem Twitch, dass die Sachen nicht an die Packstation gehen können. Also hat er sie sich nach Hause geschickt und jetzt dann zu uns geschickt. In die Packstation, was funktioniert hat. Es geht auch umständlich, kann man auch machen. Kamen an. Ja. Und übrigens, schaut bei mir im Twitch vorbei. Ich streame ganz oft die Woche. Und weniger oft die Woche streamt sie. Und auch weniger oft die Woche streamen die Meerschweinchen. Schaut einfach bei uns überall auf Twitch vorbei. Links sind unten in der Videobeschreibung. Steht hier auch, dass sie sieht aus wie aus einem Fantasy-Film. Hatja! Ich wollte gerade sagen, ich muss ein Foto davon machen, aber wir nehmen mit meinem Handy auf. So ja, du bist halt nicht die hellste Höhle, ne? Ja, aber natürlich ist das auch eine Kuschelhöhle und ich fand den Stoff irgendwie so cool. Das sieht wirklich geil aus. Also habe ich einmal die komplette Kollektion in die Wishlist gepackt. Das ist eine Fließdecke, also eine Decke davon. Das ist übrigens kein Vlies. Es ist normaler Stoff. Cape. Ja, hier steht auch drauf, man soll es per Hand waschen. Nein. I don't wash per Hand. No, 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 30 no, no. Grad Waschmaschine. Oh Gott, wie viele hast du davon? Das sind 2? Ja, das ist die große Matte. Nee, das ist die kleine. Oh, das ist die große Matte, das ist die kleine Matte. Deckst du dich jetzt zu? Das ist mega angenehm. Ich finde dieses tropische Muster total cool. Es ist auch schön weich, aber im Gegensatz zum Vlies nicht so weich. Mm. Aber ich fand das auch schön, dass hier hinter dein Grün ist. Ich mag Grün bei den Meerschweinchen. Mm. Merkt man da... Okay, ich habe meinen Partner verloren. Das macht nichts. Ich habe hier noch eine Kuschelröhre. Und die finde ich übrigens geil, weil die ist hier richtig hart
festgenäht. Das heißt, die kann nicht zusammenklappen. Und dann können sie endlich mal drin liegen. Nicht wie bei den anderen. Zwei Hängematten. Da war ich aber unsicher, wie groß die sind. Aber die passen. Boah, echt, die passen? Die sehen so riesig aus. Ja, ja, die hängen dann ein bisschen durch, aber das lieben sie. Wir brauchen eine größere Hängematte. Ja. Oh nein, wir haben schon von Andy. Wieder einmal. Das ist schön. Eine, ich weiß gar nicht, wie viel wert ist das? Eine Fressnachtgutschein. Ja, da kaufen wir mal gut davon. Wieder 50 Euro stehen. Nice. Das ist immer gerne willkommen. Ein ganz liebes Hallo, Sarah und Chan. Es war etwas aufwendig, aber ich wollte, dass ihr das bekommen tut. Ich habe es mir mal angeschaut und finde es sehr kuschelweich und schön. Seht es als ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk von mir. Des Weiteren habe ich einen Geschenkgutschein in Wert von 50 Euro beigelegt. Das Trockenfutter kommt auch noch, werde es bald senden mit einem lieben Gruß von Andreas P. oder Eddie. Was zur Hölle? Wie Trockenfutter kommt noch? Ich habe gerade gesagt, ich kaufe hiervon normalerweise Trockenfutter. Oh mein Gott. Ja, wir haben letztens wieder ein Paket Trockenfutter gekauft. Davon kaufen wir tatsächlich Trockenfutter, weil wir ja das jetzt auch nicht so weit weg haben vom Fressnapf. Und das ist immer ganz praktisch. Tatsächlich? Ja. Also ernsthaft, danke. Ich kann sich immer nicht oft genug Danke dafür sagen. Das hat ja auch alles super viel Wert und das ist alles auf freiwilligen Basis. Ja. Wir können einfach nicht oft genug Danke sagen. Vielen, vielen Dank. Genau das ist es halt auch. Also hier möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, das ist alles freiwillig. Wenn ich Sachen auf die Wishlist packe, ist das so auch ein Reminder für uns. Das müssen wir mal kaufen, so wie irgendwie die Lampe oder die Wäschesachen. Das hätten wir sonst auch gekauft. Wenn ihr es nicht kauft, dann kaufen wir es uns einfach selbst, genau, wenn wir das Geld dafür haben. Aber diesmal waren sie alle schneller. Oh, jetzt wird's warm. Ja, jetzt wird's richtig warm. Falls ihr das neueste Miri-Video noch nicht gesehen habt, holt das nach. Falls ihr das neueste Müffelstück-Video noch nicht gesehen habt, holt das nach. Schaut bei uns auf die Miris oder irgendwo überall auf Twitch vorbei. Wir bedanken uns für alles und an der Stelle würde ich sagen, man hört und stört sich. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Und ich sag jetzt einfach mal, du räumst auf. Ach. Dieser Gag wird auch nicht alt, oder? Doch. Was? Wieso? Ich will nicht aufräumen.